unser Bett. Ja. Was unser gemeinsames Ehebett. Richtig. Es wird jetzt verheizt. Ja, aber das geht doch nicht. So ein Bett, das verheizt man doch nicht so einfach. Nicht an so einem Bett, da hängen doch tausende Erinnerungen. Ich mach eine Antikversteigerung, Ausgrabungen. Und jetzt kommst du mit einem Kanaldeckel daher. Fahr das Dump sofort zum Bauhof. Vielleicht können sie da sowas brauchen. Geh, geh, geh. Der Stabsfeldwebel hat gesagt, dass das eine ganz dumme Ausrede ist. Weil man nämlich als Soldat niemanden erschießen muss, nicht einmal im Ernstfall. Man soll sich bloß wehren. Ich geh nicht zum Militär. Ich mach lieber den Zivildienst. Wenn ich wollt, könnt ihr dir jetzt sowas von auflaufen lassen. Geh, 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 geh. Ich sag nur ein Wort. Farbenblind. Ich sehe sie, bitte, du musst mir jetzt vertrauen. Auch wenn es nicht so ausschaut. Weißt du, auf was ich vertraue? Auf meine zwei Augen. Die sind mir nämlich heute aufgegangen. Glaubst du vielleicht, ich komme allein nicht zurecht? Bitte sehr, dann habe ich auch. Ich sehe, ich habe mir meinen Fuß gebrochen. Ja, ja, Perle, ich weiß schon. Und dir wird es auch nicht schaden, wenn du ein bisschen mehr auf dein Bärtel eingehen willst. Ja, ja, weiß ich schon. So wie du dich aufführst, ist es ein Wunder, dass der dir noch nicht davongelaufen ist. Na. Doch. Prost. Eleganz ist der Arsch. Wenn du nicht kommen wärst, Bertel, hätte niemand auf der Welt, der mich versorgt. Jetzt weiß ich immer noch nicht, was ich kochen soll. Was du willst, Bodikaki? Paprika, Stutten oder Bichelsteiner, was magst du lieber? Dich. Und was dazu? Ein Glas Wein. Gut, dann kriegst du ein Glas Wein und mir koche ich ein Bichelsteiner. Jetzt hast du es. Jetzt hab ich's, gell? Ja, so. Fertig, Gott. Bayern, pur, griechischer. Buongiorno, Marta. Buongiorno. Was kochst du heute Gutes? Ein Bichelsteiner. Bichelsteiner. Mama mia, was ist denn das wieder? Was Bayerisches halt. Einen Eintopf. Schmeckt ein bisschen besser wie der Minestrone. Ja, probier sie doch erst mal. Na, wirklich nicht. Aber weißt du was? Ein Cappuccino kannst du mir bringen, damit du ein bisschen Arbeit hast. Komm, sofort. Danke. Suchst du wieder Arbeit? Ja. Setz sie doch her. Ich muss wieder was tun. Ich brauche noch was anderes neben meiner Hausmeisterei. Aber als Friseuse findest du ja sowieso nichts Gescheites. Mit Computer müsste man umgehen können. Das ist die Zukunft. Das kann ich aber nicht. Oder Schreibmaschine. Da gibt es auch immer Möglichkeiten. Das kann ich aber auch nicht. Ja, dann kommst du eben zu mir. Ich suche eine schöne Aushilfsbedienung. Zweimal in der Woche. Für was brauchst du eine Aushilfe? Ist doch eh nichts los. Ja, das wäre für den Abend. Mittags habe ich auch viele Gäste. Was sage ich? Bitte. Martha! Martha, du musst mir unbedingt einen Gefallen tun. Von mir aus, ich hab Zeit. Komm, geh mal rein. Oder besser, wir gehen zu dir, weil es muss ja nicht jeder alles gleich mitkriegen. Giancarlo, die Martha möchte zahlen. Ich weiß nicht, Josef. Das ist doch viel besser, wenn du es selber anrufst. Hab ich doch schon. 1000 Mal hab ich's probiert. Die stellen mich ja nicht einmal durch zu ihr. Mich, ihren eigenen Ehemann. Die verbinden's bestimmt. Ja, und? Was soll ich sagen? Ja, sagst du, dass es mir schlecht geht? Dass ich einen Gips habe und dass ich nur noch mit Krücken gehen kann?
Also das allein wird wenig nützen. Dann sage ich, dass ich ganz verloren bin ohne sie und einsam. Aber das mit dem Gips musst du auch sagen, gell? Unbedingt. Frau Haselbeck, bitte. Sag ihr, ich könnte ihr ein ärztliches Attest schicken als Beweis. Aha. Wie lang? Gut. Danke. Wiederhören. Was ist? Sie ist verreist. Kommt erst nächste Woche wieder. Wieso ist die verreist? Magst du eine Tasse Kaffee? Fahrt ihr einfach weg. Ohne mich. Oder lieber einen Schnaps. Abflusssaus ist da, wir müssen runter in den Keller wegen Gulli. Seid ihr schon da? Ja, ich komm gleich. Ich muss in den Keller runter, weil das Wasser nassdruckt. Schaust heute halt mal ein bisschen in die Zeitung. Mit dem Kaffee kennst du dich ja aus. Warum haben sie denn verweigert? Ist die Arbeit da vielleicht schöner? Herr Dobler, bitte, das habe ich doch alles denen schon erklären müssen. Putzen's ruhig weiter. Und dann wachsen's mir meine Stiefel ein und poliert kern's auch. Das habe ich schon gestern gemacht. Ich weiß. Aber so ein Stiefel, der muss blitzen. Ich war nämlich Soldat. Ist es schon durch, der Pickelsteiner? Josef, bitte, ich muss den Tisch decken. Der Costa kommt gleich. Ja, ja, ich geh schon. Und vielen Dank für alles. Hoppala. Wart, ich heb's dir schon auf. Danke. Das ist ja ein Gebetsbuch. Ja. Jetzt den Teller voll mögen. Muss aber nicht sein, Martha. Du hast doch bestimmt schon seit Tagen nichts Warmes mehr im Magen gehabt. Nein, dem schmeckt schon allein. Und seit wann hast du das Gebetsbuch? Seit ein paar Wochen. Schön ist es. Elfenbein-Einlegearbeiten, daheim habe ich auch noch eins. Stehen schöne Sachen drin. Das weiß ich nicht, weil ich hab noch nie richtig reingeschaut. Warum hast du es dann überhaupt? Weißt, ich habe seit längerer Zeit einen Kunden, der ist Versicherungsvertreter. Und immer wenn ich 10 Gebetbücher beieinander habe, dann kauft er mir's ab und dann fährt er damit zu einem Kloster und schenkt es die Klosterschwestern. Und die haben eine Mordsfreude damit und kaufen ihm dafür eine Lebensversicherung ab. Verstehst? Mahlzeit. Amen. Sie denn? Gell, da schaust, gell? Ja, ja, der Onkel Gerhard. Ja, ich wusste mal, Weibi, ha? Müssen Sie gerade jetzt da oben staunen, wo die Jessica im Hof ist, ha? Ja, so dreckig sind Sie auch wieder nicht. Na, ihr Lieben, Sonntag. Ist sie nicht ein bisschen blass? Ja, vielleicht kriegt sie jetzt ihre ersten Zähnchen. Grüß Gott! Ja, Tag!
können Sie sich noch an mich erinnern? Neulich vor diesem Hoffest, wo Sie diesen herrlichen Dialekt gesprochen haben? Freilich, ganz genau. Oh, das ist doch viel zu schwer für Sie. Gehen Sie her. Sechstes, Jessica, schon bist nicht mehr interessant. Die Ausländer heute. Grüß Bäder, guten Abend. Ja, ist schon recht. Servus, Costa. Servus, Josef. Wie geht's deinem Fuß? Ja, geht nicht, die Martha wacht schon. Bigelsteine gibt's. Servus. So. Grüß dich, Martha. Grüß dich. Wie war es im Geschäft? Von wem ist das? Von Josef? 6 Stunden ist der Tag bis. Da ist mir vielleicht auf die Nerven gegangen. Dabei hat er meinen Mittag gesagt. Der hat mir so viel Schmarrn erzählt. Aber ich glaube, irgendwie ist er wirklich einsam. Der hat ja immer jemanden gehabt bis jetzt. Der war ja nie allein. Vielleicht soll er morgen 7 Stunden zu dir kommen. Hat ihm wenigstens geschmeckt? Sonst hätte er es ja nicht gegessen. Was kochst du ihm morgen? Vielleicht ein Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat? Bestimmt nicht, weil er die Panier nicht vertragt. Mahlzeit. Dann eben nicht. Die Kinder freuen sich bestimmt. Die kannst du auch haben. Und der auch. Ich weiß schon gar nicht mehr, wohin mit den ganzen Sachen. Ausgerechnet so ein Metzgerzähler, ich weiß nicht. Seid ihr nicht recht brutal? Ich habe mal einen Konditor gehabt, der war brutal. Aber mein Seppi, der ist sanft wie ein Lammel. Hallo. Ja, immer schön vornehmen, die Herrschaften. Und wenn der Arsch raushängt. Was haben wir da als Geschenk gekriegt? Grüß dich, Zini. Grüß Gott, Zini hat einen neuen Freund, der Metzger Seppi. Das müsste auch ausschauen. Jetzt tut doch wenigstens das Fleisch in euch schon. Ja, ich räume mich dann schon weg. Ja, die Wäsche liegt auch schon 3 Tage da. Also weißt du, Christa, du musst dich schon ein bisschen kümmern um dein Haushalt. Ja, das hätte ich ja dann schon gemacht. Dann. Du machst immer alles dann. Was hat's denn heute? Christa, kommst du mal her? Weißt du, was du da hast? Leonarden. Motten. Motten? Und das ist kein Wunder, wie es da drin ausschaut. Da gehört jetzt eine Ordnung ein. Das muss alles gereinigt werden. Und Mottenstreifen werden auch gekauft. Kostet aber alles Geld, das haben wir nicht. Der Giancarlo sucht eine Aushilfsbedienung. 2-mal in der Woche. Da kocht man den ganzen Tag und keiner isst's. Dem Josef hat's ja geschmeckt.
was hast du denn immer mit dem Josef? Was würdest du sagen, wenn ich mit einer anderen Frau hier sitzen würde? Zum Beispiel mit der Ilse. Und dann sie würde für mich kochen. Und wir werden etwas trinken, plaudern. Und dann kommst du von der Arbeit nach Hause. Was würdest du machen? Rausschmeißen würde ich's. Und dich auch. Und was ist jetzt mit meinem Pichelstein? Waren schon lange nicht mehr da. Sie, die Anzeiger gehören in die Briefkästen, gell? Ja, ja, wie oft sollen das noch sagen? Nächste Mal dann. Sind wir das Gleiche mit dem geschlamperten Kerl? So liest es kein Mensch. Ich schon. Weil wir Bürokraft inseriert haben. Für den Bürgerladen. Okay. Ist drin? Ja, da. Der Reichenberger möchte zwar alles allein machen, dabei kommt er hinten und vorne zusammen. Was muss man da können? Ja, gut mit den Leuten umgehen, Organisationstalent, Schreibmaschine schreiben. Eine Schreibmaschine? Naja, das kann ja heute eh jeder. Also einen schönen Tag, Frau Hasselbeck. Und kommen Sie wieder mal vorbei. Grüß Gott, Frau Merkel. Grüß Gott, Herr Wegmann. Haben Sie auch Urlaub? Nein. Ich muss zum Tierarzt. Wegen meiner Lady. Sie hat wieder Hormonstörungen. Okay. Gibt es bei Katzen auch? Ja, ja, nur die Weibchen. Das kenne ich. Da wird sie Spritzen kriegen. Ja, schönen Tag noch, ne? Danke. Grüß Gott. Hart Wilmer, ich helfe dir. Und dann gehen wir im Biergarten, gell? Du hast schon wieder so hohe Absätze an. Also manchmal glaube ich wirklich, das tust mir zum Fleiß. Außerdem ist nicht gut für deine Krampfadern. Red doch nicht so laut. Grüß Gott, Herr Hasselbeck. Danke, ist gut benannt. Ah, Martha. Das sind für dich, wegen neulich. Was? Lass dir helfen. Lass nur. Ja, dann nimm wenigstens die Blumen. Chanelchen. 10 Stück. Josef, bitte, nimm's doch selber mit heim.
Na, die habe ich extra für dich gekauft, weißt du immer so. So nett zu mir bist du zu hilfsbereit. Also, gib's her. Dankeschön. Sag mal, meinst du nicht, dass du Uzi vielleicht noch mal anrufen könntest, weil die müsste ja jetzt wieder da sein? Also, das tut mir leid, Josef, aber das musst du jetzt wirklich in Zukunft selber in die Hand nehmen. Ich kann mich ja nicht um dich auch noch kümmern. Ja, aber Martha, das ist jetzt wirklich ein Notfall, weil in den nächsten Tag, da kriege ich einen Gips runter und sie hat mich nicht ein einziges Mal gesehen damit. Und schau her, wie ich mager bin. Das musst du ja auch sagen. Das ist aber wirklich jetzt das allerletzte Mal. Seit wann hast du eine Schreibmaschine? Das kann doch heute jeder. Du bist schon da. Servus, Costa. Martha, komm jetzt bitte. Costa, ich erkläre dir dann alles. Durch die Blume. Einen Moment bitte. Die Frau Haselbeck, bitte. Aha, danke. Wiederhören. Was war? Sie ist gerade in einer Besprechung. Gott sei Dank. Wenigstens ist sie jetzt wieder da. Weiß, Costa, es ist wegen einem Gips. Der muss ja bald runter. Und die Ilse hat ihn noch kein einziges Mal gesehen. Das werden wir sofort ändern. Josef, du kommst mit mir. Ja. Wieso? Au. Schauen Sie doch selber. Einen Gips hat er. Und auf Krücken geht er. Alles nur Theater. Das dürfen Sie mir glauben. Jetzt humpelt er von rechts nach links. Aha. Jetzt schaut er sich die Goldpreise an. Aha. Jetzt geht er weiter. Kommt er rein? Bis jetzt nicht. Jetzt glaube ich. Allein doch nicht. Jetzt ist er weg. Dann eben nicht. Halt, jetzt kommt er wieder. Er schaut sich wieder die Goldpreise an. Na, das sind die Devisenkasse. Ein Schauspieler hätte werden sollen. Ich bin müde, ich muss mir erst ausrasten. Nein, Josef. Erst gehst du rein zu ihr und dann kannst du dich ausrasten. Na, ich gehe nicht rein. Sie kann herauskommen, sie hat mich bestimmt gesehen. Aber sie kommt doch nicht heraus. Ja, und ich gehe nicht rein. Gut. Dann gehe ich zu ihr. Ja, heute kommt überhaupt nicht in Frage. Da bleibt. Nicht einen Meter gehst du da rein. Wie schaut denn das aus, als ob ich ein Schulbub wäre? So, was mischst du dich überhaupt in meine Ehe? Also gut, Josef. Ich misse mich nicht in deine Ehe und du dich nicht in meine. Du bist ja gar nicht verheiratet. Ich bin ja derjenige, der verheiratet ist. Ja, aber mit der Ilse und nicht mit der Martha, vergiss mir das nicht. Du lässt mir mein Familienleben und ich lass dir deines, okay? Dann passt mir jetzt wenigstens noch heim. So, Herr Dobler, jetzt mal beim Einkaufen. Zeigen Sie es einmal her, bevor Sie es in die Küche tragen. Also das ist zum Beispiel schon einmal nicht die Leberwurst, die ich Ihnen aufgeschrieben habe. Das weiß ich schon, Herr Dobler, aber ich habe gedacht, weil es doch im Sonderangebot war. Ich will nicht billig essen, sondern gut. Sowieso das Einzige, was mir geblieben ist. Und was ist das für ein Joghurt? Ist das auch aus dem Sonderangebot? Na, das ist ein Bio-Joghurt, Herr Dobler. Sehr gesund. Bio? Das ist ein Fluss in Mittelchile. 380 Kilometer lang und total verdreckt. Und Sie gehen jetzt sofort zurück ins Delikatessgeschäft und tauschen das alles um, und zwar genau so, wie ich es Ihnen aufgeschrieben habe. Und dann gehen Sie auf den Baum rauf und holen mir die Kirschen runter. Das werden Sie doch wenigstens können. Herr Dobler, mir langt es jetzt langsam. Jeden Tag fällt Ihnen eine neue Schikane ein. Ich kann mich noch so bemühen, aber Ihnen kann man ja nichts recht machen. Und darum rufe ich jetzt meine Dienststelle an
Die sollen Ihnen einen anderen Deppen schicken. Bei ihm morgen nämlich nimmer. Das Telefon steht in der Küche. Und wenn Sie wieder zurückkommen, dann bringen Sie mir einen Löffel mit. Vielleicht schmeckt er mir ja doch. Ihr Bio-Joghurt. Na also. Jetzt haben wir schon wieder zwei Kerbel Kirschen mitgegeben, der Herr Franz. Magst du das? Ja, gib's her. Da wecke ich einen Kompott ein. Und die gestrigen habe ich einen Kirschtatschi gemacht. A la Marta. Au. Magst du probieren, der ist noch warm? Na, ich kann keine Kirschen mehr sehen. Bei mir rumort schon im Bauch. Außerdem muss ich vorhin nur auf die Post Geld holen. Ja. Bringst du mir ein Stückchen mit? Vielleicht freut er sich. Na, das mag der nicht. Das ist nämlich sehr heikel. Du, ich bin berühmt für meine Datschi, gell? Und wenn sie nicht schmecken, dann liegt es an seine Kirschen. Das kannst du ihm ruhig sagen. Für was brauchst du eine Schreibmaschine? Was habt ihr denn heute alle mit der blöden Maschine? Na, ich geh doch nicht rein. Ja, wieso denn einfach mal? Aber der ist doch bei der falschen Partei. Was ist er? Der ist doch bei der falschen Partei. Ist doch wurscht. Hauptsache, ich kann Ihnen helfen. Grüß Gott. Ist die Frau Kraus da? Geht's nur durch. Habt ihr es eigentlich schon eine eingestellt? Was? Eine zusätzliche Bürokraft, meine. Nein. Ein Kirschkuchen habe ich mitgebracht. Vielleicht geht's noch besser. Ich mache einen Kaffee. Ist der Herr Stadtrat da? Erst morgen wieder. In der Bürgersprechstunde zwischen 4 und 6. Dann kommen wir heute morgen wieder. Für was haben wir denn einen Seniorenpass? Geht's jetzt auf die Zampern los? Aber wo? Der Stadtrat hat ja selber einen. Aber in München sagt er, gibt's täglich 6 Tonnen Hundedreck. Wie hat denn das ausgerechnet? Da gibt's eine Statistik. Danke. So, der Kaffee. Oh, dieser. Danke. Bitte? Oh, danke. Auf jeden Fall möchte er da was unternehmen. Und jetzt hat er Plakate drucken lassen, wo sie hinmachen dürfen, die Hunde. Ah, ja. Ja, und für den Notfall soll jetzt ja jeder Hundebesitzer einen stabilen Hundekotaufnehmer dabei haben. Dann kann gar nichts mehr passieren. Schmeckt toll. Was Sie alles können. Ich könnte noch viel mehr, wenn man mich lassen tät. Mhm. Was denn? Das da zum Beispiel. Das ist doch unsere Anzeige. Genau, für eine Bürokraft. Ja, würden Sie sich denn sowas zutrauen? Freilich. Ja. Aber Sie haben doch gar keine Erfahrung. Manchmal nützt die ganze Erfahrung nichts, Herr Reichenberger. Grüß Gott, Herr Stadtrat. Mitten auf den Gehsteig hat er geschissen. Haben Sie keinen stabilen Hundekotaufnehmer dabei gehabt? Das probieren Sie mal bei dem Durchfall, den der heute hat. So, Frau Hasselbeck. Dann wollen wir jetzt gleich einmal fragen. Und Sie, Herr Reichenberger, müssen mir das heute noch runtertippen. Sind Sie gut? Was
Ist aber sehr viel, oder? Soll Ihnen die Frau Hasselbeck helfen? Nein, nein, das schaffe ich schon. Kommt. Mag einen Kuchen? Ich kriege einen Cappuccino. Mach mal. Deins kommt auch gleich. Mach dein bloßen Knopf zu. So, bitte schön. Jetzt kurz Zeit. Die Hüften wackeln's auch mehr als sonst. Aber 120 Mark hat's verdient. Heute wird's bestimmt wieder genauso viel. Jetzt mach endlich deinen Knopf zu. Gleich! Christa, kommst jetzt endlich. Zahlen möchte. Bier 3,20 Mark. Meins bitte nein. 7,90 Mark. Gehst du auch schon? Ich bleib noch ein bisschen bei dir. Ach was, gehst du nicht mit mir? Ich komm dann gleich nach. Okay. Gut. Servus, Seppi. Servus. Ihr Freund, ist der auch aus Tirol? Haben Sie was gegen Tiroler? Im Gegenteil, ich stehe auf Tirol. Besonders, wenn sie aus Afrika kommen. Und ich stehe auf Bayern, besonders, wenn sie aus dem Rheinland kommen. Hi. Da hätten wir schon mal eine günstige Ausgangssituation. Anfangssituation. Da herin hat alles angefangen. Ach, was habe ich da schon alles mitgemacht mit dir? Ich mit dir aber auch. So, und jetzt trinkt man Sekt. Du bestellst, ich zahl. Und die Kathi, ich bin müde. Lass uns ein anderes Mal machen. Ich habe morgen so viel zu arbeiten. Ich auch. Ich bin nämlich jetzt auch noch in die Bürokraft. Was bist du? Eine Bürokraft. Ich weiß, das ist genau das Richtige für mich. Da kann ich mich engagieren. Ein bisschen Ablage, ein bisschen Schreibmaschine, mit den Leuten reden. Du hast ja keine Ahnung, was die für Sorgen haben. Und damit kommen sie dann ins Bürgerbüro. Und wer sitzt drin? Ich. Aber du hast das doch gar nicht gelernt. Wie ich damals Tankwart geworden bin, da habe ich auch nicht gewusst, wie das geht. Und dann haben sie dich entlassen. Das hat nichts mit mir zu tun gehabt. Ich war eine Spitzenkraft. Und beim Friseur habe ich auch keine Schwierigkeiten gehabt, im Gegenteil. Da haben sie dich auch entlassen. Du weißt genau, warum, Costa. Warum bist du jetzt auf einmal so negativ? Martha, ich will für dich sorgen. Du brauchst doch keinen Job. Ich hab doch sonst nichts zu tun, Costa. Das bisschen Hausmeisterei, das pack ich doch mit links. Und die Kaki. Außerdem bin ich nicht mehr die Frau, die daheim sitzt und wartet, bis du am Abend zum Essen kommst. Ich bin müde. Geh wieder heim. Was ist Zäun? Guten Abend, Sie nicht vergessen, gell? Morgen komme ich früher, gell? Du kommst jetzt mit mir mit. Freut mich ja gar nicht ein. Das ist mir wurscht, du kommst jetzt mit. Nein, ich habe eine Verabredung. Wann? Um 7. Gut, das reicht.
Du setzt dich jetzt dahin. Magst du was trinken? Nein. Und du gehst jetzt einen Kaffee trinken, und zwar genau eine Stunde lang. Hey, hey, hey. Seit wann schreibst du mir vor, was ich zum Trinken hab? Ja, trinken kannst du, was willst. Wenn es nur eine Stunde dauert. Versteh dich schon. Das ist die Abrechnung von den letzten vier Wochen. Das Geld ist da drin. Das ist der Kfz-Brief. Und die Fahrer habe ich gesagt, sie soll in Zukunft bei dir abrechnen. Die wissen ja gar nicht, wo ich jetzt wohne. Ja, das ist auch geklärt. Du wohnst jetzt wieder bei dir in der Rosenheimer Straße. Da ist der Wohnungsschlüssel. Meine Sachen habe ich ausgeräumt, putzt es auch. Und du? Ich meine, wo wohnst denn du? Nächsten Ersten kriege ich ein Appartement. Bis dahin wohne ich in der Pension Erika Tratenwolfstraße. Und von was zahlst du das alles? Hey! Hast du Lotto gespielt? Herr Josef Haselbeck und Georg Gruber haben heute in den Räumen von Notar Strober folgenden Vertrag. Das ist ein Gesellschaftervertrag. Die Hälfte von dem Laden gehört mir. Von dem Club da? Ja. Von den alten Teddybären, die abgeschlagenen Porzellantassen, Kanaldeckel, Möbel, Bilder, Teppiche, alles. So, jetzt ist Zeit. Du musst zu deiner Verabredung. Da ist der Taxischlüssel. Hast du dir damals wirklich einen Fuß gebrochen? Alles bestens verheilt. Soll er dir ein Stückchen mitnehmen? Welche Richtung fährst du? Vielleicht Richtung Trautenwolfstraße. Pension Erika. Bürgerbüro Heidhausen Reichenberger. Ja, der ist da. Einen Moment, ich verbinde. Ja, das machen wir schon, Frau Gregor. Herr Stadtrat, der Herr Jansing. Ich kümmere mich drum und ich rufe Sie danke. An. Danke. Wiederschauen. Nein, das musst du da lassen. Servus. Ist der Herr Stadtrat da? Ja, der ist da. Heute ist aber keine Bürgersprechstunde. Was hätten Sie denn gebraucht? Mein Pass ist abgelaufen. Und ihr habt doch Formulare. Ja, Hammer. Soll ich sie nicht gleich ausfüllen? Ah, das wäre aber nett. Das mache ich gleich. Nehmt doch bitte Platz. So, Ihren Familiennamen bitte. Huber. Und sämtliche Vornamen. Walburga, Margarete, Bertha. Was ist mit meinen Unterlagen? Ich muss dringend ins Rathaus. Ich mach schon weiter. So. Also, wie war jetzt das? Waldburger? Margarete Bertha. Margarete. Was ist denn? Ich hab gemeint, impliziert's. Bertha. Bertha. Mit TH. Ja, mit TH. Bertha. Wissen Sie was, das schreiben wir mit der Hand. Das ist viel persönlicher. Bertha. Bertha. Mit TH. Ja. Ich fahr mit dem Chef ins Krankenhaus. Ihr kommt ja rein, Händler. Rich. Den Hoteler lasse ich da. Ihr müsst aber ab und zu mit dem Gassi gehen, weil er immer noch ein bisschen Durchfall hat. Ja, ja, ich passe ja auf dem Othello. Wir schauen, dass wir bis zum Feierabend wieder da sind. Geburtstag? Ich kann aber heute nicht länger bleiben, gell? Ja, wieso? Das hat ja auch niemand verlangt. Geburtstag, 8. April. So eine Rathaussitzung, die zieht sich oft bis tief in die Nacht. Ja? Und?
Eigentlich wollte ich die verkaufen, Christa. Mal, wenn sie halt so gut sind. Lass doch, St. Carlo. Es war doch schade, wenn sie was abnehmen hat. Ihr kriegt einen Deckel. Ja, ich hab ihn schon. Grüß dich, Bertel. Komm, setz dich. Schau, das ist der Rainer, der Dieter und der Pavel. Und das ist mein, der Bertel. Na, ich geh wieder. Geschmack, jetzt bleib ich miteinander. Da. Grüß dich, Servus, Bertel. Grüß dich. Ja, Giancarlo, lang schon nicht mehr gesehen. Wie geht's? Gut. Und selber? Hervorragend. Setzen wir uns dann rüber, Bertel? Vielleicht dahinter, weil da ist schöner. Bristl, bringst du uns eine Speiskarte? Mhm. Was schaust du denn so grantig, Bertel? Hast du das gesehen, wie es rumschwanzelt mit den anderen? Eifersüchtig ist er. Kindisch ist er. Das haben wir schon alles hinter uns, gell, Berli? Na, Gott sei Dank. Das war eine Sache. Nur einmal, wenn ich dich erwische, dass du einen von deinen Gipsköpfen da einen Puzzle gibst, dann hörst du mir auf und schlagst Arbeiten auf, Teilerin. Bertel, da ist doch nichts dabei. Die sind mir doch alle wurscht, die Gummibärlen da. Glaub mir's. Es ist ja nur, weil wenn ich nett bin, dann verdiene ich doch viel mehr. Ja, aufs Geld ist Pfiffen. Ich kann auch jobben, wenn ich die ganze Nacht Coins schaffen muss. Weißt du, was du bist? Seit ich da drin arbeite, weiß es nämlich ganz genau. Sag's nur, spuck's nur aus. Du bist die einzige Praline unter den ganzen vielen Gummibären. Jetzt blickst endlich durch. Ich hol dich dann ab. So, bitte. Was ist denn heute frisch? Alles, was auf der Karte steht. Und was ist wirklich frisch? Du, Giancarlo, der Zettel an der Tür. Wer sucht denn das Apartment? Meine Köchin. Warum weißt du etwas? Mhm. Ab nächsten Ersten können Sie einziehen. Gell, Berli? Kommt der mir zuerst einmal bestellen? Also, wie hoch ist denn die Miete? Also, ich möchte vielleicht ein Spaghetti Diabolo und einen gemischten Salat. Zweimal, bitte. Also, warum gehst du nicht in die Küche? Also, das heißt, das mit dem Apartment, das stimmt nicht ganz, weil ich hab nämlich gar keins. Josef, dann hast du ja schon wieder gelogen. Ja, weil ich dich unbedingt wieder haben wollte. Das war also jetzt bereits die erste Lüge in unserer neuen Beziehung. Nein, nein. Es war die letzte Lüge in unserer alten Beziehung. Ehrenwort. Drei Finger aufs Herz. Entschuldige, Kostner, es hat länger gedauert. Ich habe mir gedacht, wir kaufen uns eine Pizza. Da brauche ich nichts mehr kochen. Danke, wir gehen Pizza essen. Ja. Wer ist denn das? Woher komme ich hier? Das ist der Otello, der Hund vom Stadtrat. Der ist immer noch in der Sitzung. Oh, der ist aber ein schöner Hund. Ja, was bist du denn du für einer? Oh, schöner Hund. Den nehmen wir mit ins Lokal. Ins Lokal können wir nicht mitnehmen, weil er Durchfall hat. Und das wäre ja blöd, wenn er dann mitten in die Kneipe scheißt. Genau. Magst du mein Peperoni? Ich vertrag's nicht. Da wird's mir auf der Stelle schlecht. Bist du sauer? Nein, warum? Weil du vorhin so lange deine griechische Zeitung gelesen hast. Und immer wenn du das machst, da weiß ich, dass irgendwas ist mit dir. Ich muss mich hier eben erst an deine neue Situation gewöhnen. Ja, Costa. Ich auch. Dem Reichenberger passt es überhaupt nicht, dass ich jetzt quasi seine neue Kollegin bin. Der hätte es gern, wenn ich mich blamieren täte. Aber der weiß halt doch nicht, wie stark ich sein kann, wenn es darauf ankommt.
Ich freue dich halt auch ein bisschen, Kostla. Was mir so gut geht. Weißt du, Bonikaki, ich bin wirklich froh, dass dir so gut geht. Ganz bestimmt. Das sollst du mir glauben. Du weißt, dass ich dich liebe und dir alles gönne, was dir Freude macht. Glaubst du mir das? Ja, freilich, Costa, das weiß ich doch. Nur einmal, Martha. Ein einziges Mal wünsche ich mir, dass dir nicht so gut geht. Dass du nicht so stark bist. Und dass du mich brauchst. Glaubst du, dass ich jemals eine solche Chance bekomme? Ja, was machst du denn da? Ja, ich Peperoni. Warum? Damit es mir nicht so gut geht. Spinnst du? Freilich? Komisch, Costa. Seit ich dich hab, da geht's mir gut, auch wenn's mir schlecht geht.